Hallo, heute habe ich mal wieder ein Fashion-Haul für euch. Ja, ich habe ja lange Zeit nicht so wirklich sowas mit Mode, Klamotten und so gemacht. Dachte mir aber, nachdem das letzte bei euch so gut angekommen ist, mache ich das nochmal. Und ich war diesmal bei Urban Outfitters, wie beim letzten Mal auch, und bei Vans. Und ich kann euch das letzte Fashion-Haul gerne in der Infobox verlinken, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Da sind auch noch so ein paar schöne Sachen von eurem Outfitters dabei gewesen und Brandy Melville oder so. Genau. Aber kommen wir zu den Sachen, die ich euch heute zeigen möchte. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Vans-Einkauf, weil das am wenigsten ist. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich da gekauft habe. Richtig, Schuhe. Ich brauchte unbedingt neue Schuhe und da dachte ich mir, probiere ich mal Vans aus. Ich hatte bis jetzt noch keine Vans, aber habe mich eigentlich sofort verliebt, als ich diese Schuhe gesehen habe. Und zwar sehen die so aus. Das sind ziemlich besondere Schuhe, wie ich finde. Das sind halt diese typischen Slip-on-Vans, die ihr bestimmt kennt. Und die haben eben so eine ganz besondere Oberfläche, also ganz besonderen Stoff. Und zwar ist der so changierend, das sind so Pailletten, also sieht so aus wie Pailletten. Auf jeden Fall bin ich total in diese Schuhe verliebt, ich liebe die einfach. Ich habe sonst eigentlich immer nur Chucks gehabt, was so Sneakers angeht, und dachte mir, ich probiere mal Vans aus und ich bin sehr zufrieden. Preise und alles Mögliche schreibe ich euch in die Infobox, wenn es euch interessiert, könnt ihr da gerne nachschauen. Ich hatte die auch gestern in Berlin die ganze Zeit an und ich glaube, wir werden noch eine schöne Zeit zusammen verbringen. Kommen wir zu den Urban Outfitters Sachen. Ich habe ja mit Urban Outfitters einen Laden gefunden, der sowas von 100% meinen Geschmack trifft, was Klamotten angeht. Also ich finde, das ist nicht so Mainstream. Bisschen klar schon, das ist aber auch bei jedem Klamottenshop so, weil Mainstream einfach das ist, was gerade in den Geschäften drin ist und was eben gerade verkauft wird. Aber ich finde, die Sachen sind einfach so besonders. So, das, was du da findest, das findest du nicht überall. Und deswegen mag ich diesen Laden so gerne. Und ich habe den damals für mich in New York entdeckt und ach, das ist immer so, wenn ich diesen Urban Outfitters sehe, dann muss ich da einfach reingehen, weil er mich an New York erinnert. Und naja, ich sage jetzt mal die Sachen, die ich dort gekauft habe, was auch ein bisschen was ist. Wie gesagt, Preise und alles Mögliche findet ihr in der Infobox. Schreibe ich euch alle rein. Aber fangen wir an. Und zwar mit diesem hier. Das ist ein Kleid. Es sieht so aus. Es ist also so ein graues, gramelliertes, schwarz-weiß, was auch immer, Kleid mit so Taschen hier. Und es ist ziemlich kurz. Ich werde es wahrscheinlich zusammen mit einer Leggings tragen. Ich habe alle Sachen, falls ihr sie angezogen sehen wollt, in meinem letzten Vlog drin. Den könnt ihr euch gerne anschauen. Ist am Ende dieses Videos unter der Infobox verlinkt. Also ich finde das Kleid einfach wunderschön. Ich finde das so, das ist so richtig weich. Es war auch echt teuer. Aber ich glaube, es ist echt wert gewesen. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so im Sommer gut. Das kannst du aber auch jetzt schon anziehen, wenn es jetzt noch nicht so ganz warm ist. Und ich bin auf jeden Fall total glücklich, dass ich das mitgenommen habe und freue mich darüber. Dann habe ich eine Hose mitgenommen, die ich wahrscheinlich vor einem Jahr potthässlich gefunden hätte. Einfach, weil die so retro 80er, 90er Jahre ist. Und zwar ist das so eine recht hochgeschnittene Hose. Ihr kennt die bestimmt. Und ich fand die nie so wirklich schön, aber irgendwie finde ich die cool, weil die so ein bisschen diesen Boyfriend-Cut hat. Vor allem so, wenn sie unten länger wird, kann man die so hochkrempeln, einfach so ein bisschen lockerer tragen und ich finde das richtig cool. Was ich nämlich an Boyfriend-Hosen nicht mag, ist, dass sie so auf den Hüften sitzt und ich denke mal, die, weiß ich nicht, guckt jetzt mal ein halber Po raus. Und das ist eben bei der hier nicht so, weil die hochgeschnitten ist, die ist fast tailliert. Und ich weiß nicht, ich finde diesen Klamottenstil mittlerweile irgendwie ganz cool und dachte mir, das probiere ich mal aus. Und die Hose war jetzt nicht allzu teuer, so normaler Hosenpreis. Und deswegen wollte ich sie mal ausprobieren. Die ist von BDG, falls es euch was sagt. Bei Urban Outfitters sind ja so verschiedene Marken. Und es ist ja nicht, also Urban Outfitters ist ja keine Eigenmarke, sondern es sind irgendwie alles verschiedene Marken zusammengewürfelt in diesem Shop drin. Und genau, was habe ich noch? Ich habe noch, und da war ich mir auch erst nicht sicher, so eine Art Poncho gekauft. Das ist halt hier so ein Überwurf. Ich muss hier eben mal kurz anziehen. Und zwar macht man das Ganze so. Man legt sich das praktisch über die Schulter. Und dann hat das hier so ein Cutout. Das heißt, es ist hier so kürzer. Und da kann man dann eben, Moment, wo finde ich es hier? So.
Und man kann das eben einfach so übergeworfen tragen. Und mir gefällt es richtig gut. Das hat eben noch unten so Fransen. Und ich finde das mal was ganz anderes. Und das ist einfach sowas, das kannst du über alles drüber ziehen. Das kannst du jetzt zu der Hose auch gut anziehen, die ich euch eben gezeigt habe. Und mir gefällt das total gut. Ich habe noch ein paar andere Oberteile dazu gekauft, die ich jetzt zum Beispiel drunter tragen könnte. Das sieht aber eigentlich auch ganz gut aus, wie ich finde. Und mir gefällt es, wie gesagt, echt total gut. Und ich glaube, das werde ich auch öfters einziehen. Und zum Beispiel auch im Sommer kann man sich das eben kurz irgendwie überwerfen. Zum Beispiel auch am Strand. Für sowas ist es ja auch gedacht im Endeffekt. Und ja, ich finde es einfach multifunktionsfähig. Und deswegen habe ich das auch mitgenommen. So, was haben wir noch? Genau, zwei Oberteile habe ich noch. Und zwar einmal in Schwarz-Gelb und in Schwarz-Weiß. Das sind halt diese Crop-Tops. Die sind etwas kürzer geschnitten, hören eben so kurz vor dem Bauchnabel auf. Und ich finde sowas für den Sommer total praktisch. Bauchfrei ging ja, ich finde, ganz schön lange Zeit gar nicht. Jetzt kommt es aber wieder. Vor allem in Amerika tragen das halt schon alle Leute. Vor allem auch im Sommer. Und so sieht man halt auch, viele YouTuber tragen das. Und dann habe ich das Ganze eben auch nochmal in Schwarz-Weiß, wie gesagt, mitgenommen. Der Stoff ist auch so ein bisschen elastischer als der andere. Und ich finde das total cool und ich mag diesen Style echt gerne. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich das mal aus. Und das sind auch schon alle Klamotten, die ich gekauft habe. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Armband mitgenommen. Und zwar ist es ein Armband mit einem kleinen J drauf. Das fand ich total süß. Ich habe ja immer das Problem, dass ich mit meinem Namen, also Jette, irgendwie nie so personalisierte Sachen kaufen kann, die immer so angeboten werden in irgendwelchen Geschäften, wo man so Sachen mit seinem Namen drauf kaufen kann. Mein Name gibt es halt einfach nie. Hatte ich schon früher immer so, als ich ein Kind habe ich immer gesucht, wo ist mein Name? Zum Beispiel auch so bei Schlüsselanhängern stand da nie mein Name drauf. Da war ich immer richtig traurig. Da bin ich jetzt auch drüber hinweg. Aber ich war trotzdem glücklich, als ich dann hier meinen Anfangsbuchstaben, ein J an so einem Armband gesehen habe, an der Kasse bei Urban Outfitters war das. Und da dachte ich mir, hey, kannst du mal mitnehmen. Ich bin sowieso momentan so im Armbandtragefieber, Ketten und so. Habe ich wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Ich trage eigentlich selten Schmuck, zumindest habe ich das lange nicht mehr. Und weil ich das wieder so ein bisschen aufleben möchte, habe ich mir hier nochmal so ein kleines Armbändchen mitgenommen. Und ich fand das total süß. Und genau. Und das waren auch schon alles Sachen, die ich gekauft habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Fashion-Videos von mir haben möchtet. Ich habe auch ein Lookbook geplant, kommt alles, aber erst wenn es wärmer wird, weil wenn man so ein graues Wetter draußen hat, möchte man jetzt kein Lookbook machen. Ich hoffe, zumindest gerade ist es nicht schön, aber ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen schöner wird und ich vielleicht in den Ferien, Sommerferien mal so ein Lookbook drehen könnte. Das wäre auf jeden Fall auch was ganz Cooles, weil da kann ich so ein bisschen cooler schneiden und das wird mir wirklich gefallen. Und ja, ihr könnt mir gerne mal einen Daumen hoch geben, wenn ihr Bock auf ein Lookbook habt. Würde mich mal interessieren, wie viele von euch das möchten. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Und wer jetzt noch Lust hat, kann sich hier gerne das Berlin Follow Me Around, den Berlin-Vlog angucken, bei dem ich gefilmt habe. Auch zum Beispiel die Sachen könnt ihr euch da anschauen, wie die an mir getragen aussehen. Und ansonsten habe ich euch hier unten meinen Namen für Twitter und Instagram hingeschrieben. Das ist bei beiden Accounts selber. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Poste ich auch immer so Bilder von zwischendurch. Oder bei Snapchat, da habe ich den Link in der Infobox gepostet. Oder den, meinen Namen, mehr oder weniger Link, kann man ja nicht posten. Aber gut, das war es auch von mir. Tschüss!